Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Ihr seht hinter mir, da stehen zwei Katzen, und zwar zwei weitere Katzen, zwei weitere als die eine, die wir schon gezähmt haben. Das hier sind Simba und Felice, und die verpaaren sich jetzt gerade und versuchen, ihre Gene zu vermischen. Von der Felice brauche ich den Sauerstoff und die Nahrung, eigentlich die beiden unwichtigsten Werte, aber von allen drei Katzen hat sie die beiden am höchsten. Und vom Simba brauche ich Gewicht und Nahkampfschaden. Von der Basset, die wir draußen schon stehen haben, käme dann Gesundheit und Ausdauer dazu. Aber erstmal will ich halt Nachkommen haben, einen männlichen natürlich dann, der diese vier Werte schon mal vereinigt. Also, das heißt, wir werden heute Säbelzahnkatzen züchten. Außerdem, ja, den hattet ihr ja schon gesehen, den Mikroraptor, den hatten wir beim letzten Mal schon gezähmt. Das war ja so ein Zufallsfund. Außerdem habe ich mir noch ein zweites Megalozeros dazu geholt. Dem habe ich jetzt auch den Rentierskin aufgezogen. Das ist hier die Faline. Und Falino und Bambi, ja, wie auch schon im Buch oder meinetwegen auch im Film, sind natürlich ein Pärchen. Die wollen wir irgendwann auch nochmal miteinander verpaaren. So, das habe ich jetzt am heutigen Tag alles gemacht. Ich war halt auf der Suche nach den Säbelzahnkatzen und habe dabei erstmal den Hirsch gefunden oder die Hirschkuh. Und jetzt eben erst noch ein weiteres Weibchen, die war 108 im Level, und ein Männchen, das war 104 im Level, bevor ich sie gezähmt habe. Die sind jetzt noch nicht gelevelt, ja, also sie ist jetzt halt nach dem Zähmen 160 gewesen, eher 155. Sie ist auch schon schwanger. So, und wir sehen da oben, da stehen zwar immer noch Molly und Wolle, aber das ist nicht mehr der Original-Wolle, denn den alten Wolle, ich habe die beiden verpaart und da kam der neue Wolle bei raus, und den alten, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob man bei jungen Lämmern auch schon Lammfleisch, also Schafsfleisch rausbekommt und nicht vielleicht doch nur Prime oder nicht sehr viel Lamm. Ja, weil ich nicht warten konnte, um die hier zu zähmen, musste der alte Wolle leider dran glauben, und sein Sohn hat dafür seinen Platz eingenommen. Gut, ich werde jetzt hier ja, eben züchten, und dann gucken wir doch mal, dass wir bald was rausbekommen. Ich will, wie gesagt, alle guten Werte zusammenkriegen, und wenn wir dann natürlich auch nochmal eine Mutation am besten irgendwie auf Leben oder Schaden bekämen, wäre natürlich super. Und wenn eine schöne Farbe dabei rumkäme, wäre das natürlich auch toll. Ja, das erste Jungtier habe ich schon mal, allerdings aus Basset, ja, unserem ersten Weibchen und dem Männchen, die besten Werte. Das heißt, der kleine Wicht hier, ein Männchen, könnte ich dann also auch mit dem anderen Weibchen verpaaren, aber ich will mal gucken, ob da nicht einfach auch noch einer rauskommt. Der hat auf jeden Fall den besseren Gesundheitswert, also die 1600 von der Basset und die 660 Ausdauer von der Basset, und hat die 312 Gewicht vom Vater und die 200, naja, bei ihm waren es 94, hier sind es eben 95. Manchmal gibt es so kleine Variationen, ohne dass es deswegen gleich eine Mutation sein muss, vom Vater. So, jetzt brauchen wir sozusagen noch den ja, recht unwichtigen Sauerstoffwert von der Felice und deren Nahrung. Wobei das hier sind nur 200 weniger, also ja, das ist auch schon mal nicht schlecht. Also von den beiden Werten, die von den anderen Eltern jetzt hätten sein können, also von den eigentlichen Eltern, ist der Nahrungswert auch der bessere, der Sauerstoffwert eben der schlechtere. Wir haben immerhin schon mal ein Level von 181, und das kommt halt von, sie war 164 und er ist ja 155. Das ist 181 natürlich schon mal nicht schlecht. So, und jetzt will ich mal hoffen, dass die ihre Werte auch noch in einem Tier vereinigen, am besten in einem Weibchen. Und ja, dann können wir auf jeden Fall schon mal zu 100% davon ausgehen, dass gesunde Gewicht und Nahkampf dann die richtigen Werte sind, weil das hätten ja dann wahrscheinlich beide Jungtiere. Und falls es mit den beiden hier nicht klappt, bis der erwachsen wird, wird sich eben der hier mit ihr paaren. So, ich habe jetzt das perfekte Männchen, würde ich doch mal sagen. Und zwar ist es der kleine Wurm hier vor uns. 153 im Level. Ich habe jetzt zwei Weibchen hier in Erpaarung. Also das erste Jungtier, was ich bekommen hatte, was die besten Werte aus unserem ursprünglichen Männchen und einem der beiden Weibchen hatte, nämlich der Basset. Das ist der, den ich jetzt hier Mufasa genannt habe. Und der hat sich ja, versucht sich ja immer noch mit einem unserer ursprünglichen Weibchen zu verpaaren. Da kommt aber erstaunlicherweise, obwohl der 181 und 160 ist, in der Regel irgendwas mit 150 bei raus. Also immer nur die schlechten Werte. Und einer war mal dabei, der hatte alles außer der Nahrung.
So, weil aber, ja, ist auch ein Weibchen gewesen. Weil das Männchen aber die Nahrung hatte, war das also nicht so ein Problem. Deswegen habe ich jetzt hier zwei, die ich verpaare. Keiner von denen, wie gesagt, hat die perfekten Werte. Der hier, der hat sie jetzt aber. Endlich. Der allererste. Jetzt brauche ich davon auf jeden Fall noch mindestens ein Weibchen, besser noch zwei Weibchen oder drei sogar, damit wir dann mit dem hier auf Mutationen zähmen können. Ich habe in der ganzen Zeit eine einzige Mutation bekommen. Die kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Das ist der hier draußen, der, wie ihr seht, den grünen Körper hat. Nein, den blauen Kopf. Er hat diesen blauen Kopf bekommen. Ja, gefällt mir jetzt nicht so besonders. Ich kann mir vorstellen, wenn er zum Beispiel einen türkisen Körper hat oder weiß oder ganz hellblau oder so, dann würde das damit vielleicht sogar gar nicht mal schlecht aussehen. Aber ja, naja. Wir werden sehen. Also verschiedene Blautöne zusammen passt vielleicht ganz gut. Außerdem hatte ich hier vor meiner Tür, wurde ich belagert von Kompis und da habe ich doch einfach mal zwei gezähmt, ein Pärchen. Ja, das Männchen hat ein recht hohes Level, das Weibchen ein ziemlich niedriges. Da ich aber so viel Prime Meat von den nicht gewollten Baby Sabertooths hatte, habe ich mir gedacht, na wunderbar. Wenn das nächste Mal Prime Meat anfängt, fällt, gehe ich direkt vor die Tür und hole mir diese beiden. Das war eigentlich eine Dreiergruppe. Da war noch ein schlechteres Männchen mit dabei. Dann habe ich mir das bessere Männchen und das einzige Weibchen geholt. Ja. Soweit jetzt also der Stand der Dinge. Na, der Kleine hier, der hat jetzt noch ein bisschen Prime drin. Ich glaube, man muss die nicht füttern. Die werden auch jugendlich und können dann aus dem Trog fressen, ohne dass sie verhungern. Aber ich gehe lieber immer auf Nummer sicher. Ja, und wenn der erwachsen ist, werde ich dann halt mit dem und vermutlich erstmal diesen Damen weiter züchten. Es sei denn, inzwischen ist noch irgendwie was anderes dabei rumgekommen, was besser ist. So, die paaren sich noch, die paaren sich auch. Okay, wunderbar. Wir sehen uns dann also wieder, wenn ich ja vielleicht genau noch zwei, drei perfekte Weibchen habe und dann fangen auf Mutationen zu züchten. Ich will nicht ausschließen, dass wenn ich irgendwo nochmal einen 120er Säbelzahnkatze finde, Männchen oder ein Weibchen, dass ich mir die auch nochmal zähme und eventuell dann sozusagen nochmal auf perfekte Werte zähme. Weil ich hatte ja eigentlich vor, die Säbelzahnkatzen mit in die Höhlen zu nehmen. Deswegen brauche ich da was möglichst Gutes. Und ja, die beste, die ich jetzt von denen hier hatte, das ist die beste, die draußen steht. Die war ja 116. Die anderen sind nur 108 und 104. Das ist natürlich nicht so toll, wenn man bedenkt, dass es bis 120 gehen kann. Deswegen, ja, wenn wir da nochmal irgendwie 120, 116, also nur diese beiden als Männchen oder Weibchen irgendwie vor die Flinte geraten, dann würde ich die auch nochmal zähmen. Hier stehen jetzt meine drei perfekten Tiere in der Mitte, das Männchen, links und rechts die Weibchen. 193 sind sie im Level, die haben alle Werte so, wie sie sein sollen. Und ich habe auch aus denen heraus schon die erste Mutation bekommen, die mir wirklich super gut gefällt. Nämlich einen weißen Tiger. Das finde ich richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde den auf jeden Fall voll imprinten. Der hat auch noch die Mutation, das Dead-Mutation auf Schaden bekommen. Wenn wir uns das mal angucken. Okay, ich habe ihn schon dreimal imprintet, aber der hatte irgendwie 302 oder 303 oder so. Und die anderen haben 295. Das ist natürlich ziemlich cool. Ja, und ich habe außerdem nochmal zwei weitere bekommen. Die stehen hier draußen. Wir hatten ja den hier schon gesehen mit dem sehr krass blauen Kopf. Dann haben wir den hier. Der hat lila Streifen, aber ich glaube, die kann es auch in echt geben. Deswegen finde ich das nicht so interessant. Dann haben wir noch den mit diesem, ja, etwas mattblauen Kopf. Den finde ich persönlich deutlich besser als den anderen. Der hat auch von all denen hier mit das höchste Level. Ist natürlich auch ein Männchen. Der hat das richtige Leben, richtigen Ausdauer, richtigen Sauerstoff. Der hat nicht die richtige Nahrung. Er hat, ach so, der hat auch eine Mutation auf Nahkampfschaden. Das ist natürlich ziemlich cool. Er hat, also, ja, die Nahrung und das Gewicht stimmen halt nicht, aber es ist eben auch ein Männchen. Das heißt, ich müsste irgendwie diese Farbe erstmal auf ein perfektes Weibchen kriegen, um die dann letzten Endes mit dem Weißen hier nochmal zu verpaaren. Weil Weiß mit blauer Mähne, das sieht bestimmt ziemlich cool aus. Die Katze ist jetzt ausgewachsen und voll imprintet. Ne, beziehungsweise, ne, nicht ganz voll. Ich konnte, also es war wirklich mal wieder auf die Sekunde. Er war bei 99,0% und hat auch die Nachkommazahlen nicht weitergezählt. Und das war ungefähr noch eine Sekunde bis zum Imprint. Ja, ich wollte gerade drücken, weil ich dachte, es kommt vielleicht sowas wie Kuscheln. Da war er erwachsen. Ja, da konnte ich dann leider auch nichts machen.
Wir sehen jetzt aber hier die imprinteten Werte. 1866,7 auf Gesundheit, die 660 auf Ausdauer und die 510 auf Sauerstoff. Die ändern sich beim Imprinten ja nicht. 6923 auf Nahrung, 364 auf Gewicht, 356,5 auf Nahkampfschaden, das ist, glaube ich, richtig gut, und 148,7 auf Bewegungsgeschwindigkeit. Ich gebe ihm jetzt erstmal was hier drauf. Wunderschöne Katze. Ja, also auch von der Farbe super toll. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie er sich so macht. Und da hier mal wieder überhaupt nichts spawnt, also beziehungsweise, naja, so, nur so ein Kleinkram. Ich war hier jetzt ja auch mit der anderen Katze immer Fleisch besorgen und habe deswegen hier großflächig alles getötet. Und ja, deswegen ist hier momentan hier nicht viel los. Und ich hatte bis jetzt noch nicht den Eindruck, dass großartig was nachgespawnt ist. Okay, Lystros, Kompis, das ist ja alles keine Herausforderung. Ich würde sagen, wir huschen jetzt einfach mal in die Lavahöhle. Da müssen wir ja nicht tief rein, nur so ein bisschen am Anfang mal irgendwie eine Spinne, eine Fledermaus, eine Atropluera oder sowas töten. Das können wir ja mal machen. Und ja, dann kriegt er vielleicht gleich nochmal ein paar Level mit dazu. So, hier hinten ist der Eingang. Hier haben wir die Lavahöhle. Und da gehe ich jetzt mal rein. Ich glaube, ich werde einfach mal direkt meine Klamotten ausziehen. Ich habe einfach keinen Bock darauf, dass die jetzt direkt gleich wieder kaputt gehen. So. Und da ist mir auch gleich super siedend heiß, ja. Wahnsinn, ey. So, hier geht's wieder ein bisschen. Bis hierhin sind ja mal keine Viecher, die kommen jetzt hier hinten, ab der nächsten Kurve. So, ab da vorne können dann welche auftreten. Da haben wir einen Dilo. Ist ja jetzt zwei sogar. Ist ja auch nicht schlimm. Der hier schwebt irgendwie in der Luft. Da unten sind noch zwei Dilos. Ja, das ist komisch. Also ich kenne auch keine andere Höhle, in der Dilos sind. Guckt euch das an. Nochmal vier Dilos insgesamt. Noch einer da unten. Ich glaube, da ist noch einer. Nee, das ist eine Fledermaus um die Ecke. Der Wahnsinn, oder? Ja, wie gesagt, ich kenne keine andere Höhle, in der überhaupt Dilos sind. Aber in der hier schon. Sehr schön. Gut, dann wollen wir doch gleich mal gucken, wie es hier weitergeht. Fledermäuse, die mag ich ja echt wirklich gar nicht. So, eins, zwei, drei, sehr gut. Jetzt haben wir aber ordentlich was gepult. Sehr schön. Na, das funktioniert doch einigermaßen gut. Wow, der Skorpion hier mit den orangenen Klauen, der sieht ja geil aus. Ja, Skorpion-Mutation, da wüsste ich auch nicht. Die haben so viele Farben, die bei denen natürlich vorkommen können. Wunderbar. So. Lassen wir die hier auch mal auf. Wie gesagt, ich brauche ja das Fleisch. Und, vier Level hat es gebracht. Ja, ich will ihn auf jeden Fall auf 3000 Leben kriegen. Der Nahkampf, wie gesagt, der ist schon ganz gut. Ich habe jetzt noch gar nicht drauf geachtet, was das jetzt für eine Zahl ist beim Nahkampf. Da unten sind noch mehr Fledermäuse. Spinnen. Ja, die kommen auch schon. Ist ja gut. War das eine 120er oder eine 20er Spinne? 129 Schaden. Er macht auf jeden Fall jetzt schon mehr Schaden als die Basset. Und die Basset, die habe ich ja auf Schaden auch gelevelt. Und den hier ja noch gar nicht. Ziemlich gut. Na komm schon, du auch noch. Nein, der will partout nicht. Ist ja auch 116 im Level. Super, nochmal zwei. Also wir sehen, der kann doch ein bisschen was, ja? Und ja, ich bin ja wie gesagt jetzt mit Züchten noch nicht fertig. Ich versuche jetzt erstmal nochmal das Blau auf die perfekten Werte zu kriegen. Ist vielleicht gar nicht mal so leicht. Und, schaffe ich die hier alle? Kommen auch schon einige.
Muss halt aufpassen, die schubsen halt auch ein bisschen, ne? Und da es hier ja auch irgendwo in die Lava runtergeht, ja, wie gesagt, da müssen wir echt aufpassen. Oh, zwei haben wir, drei haben wir. Geh ich mal hier ein Stück wieder hoch. Na komm schon, dich nehme ich auch noch mit. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Skorpione, kein Problem. Ja, wie gesagt, also mit so einem richtig guten Säbelzahnkatze hier in die ganzen Höhlen zu gehen. Die können springen, die können kämpfen, die passen fast überall durch. Das ist natürlich, ja, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Das bietet sich eigentlich an. So, da hat er gleich nochmal ein Level abgekriegt. Nochmal zwei. Na komm, eins noch, glaube ich, und dann hat er wahrscheinlich die 3000 auf Leben. Ich werde den mal hier ganz kurz ein bisschen hochheilen. Das kann ja dauern. Na, wir sehen uns gleich wieder, wenn er hochgeheilt ist. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal, dass wir hier zumindest nochmal den Dilo mitnehmen. Der wird uns jetzt vermutlich nicht... Obwohl, naja, wir haben fast das Level schon voll. Hallo? Bemerkst du? Ja gut, das zählt ja dann nicht für mich, wenn ich ihn da runterschubse. Ich dachte auch hier... Irgendwo wäre vielleicht schon mal das erste Explorer-Note, aber offenbar nicht. Wir dürfen natürlich auf gar keinen Fall in die Lava fallen. Oh, hier ist es wenigstens schon mal nicht so rot. Da leuchtet doch was bläulich. Als wäre da irgendwo ein Loot oder so. Haben sie denn ihre Explorer-Notes versteckt? Boah, die springen, der springt eigentlich fast schon zu weit. Kriege ich jedes Mal so einen Herzinfarkt. Weil ich jedes Mal denke, oh oh, oh oh. Ich dachte, hier wäre irgendwo eins gewesen. Ein Explorer Note. Haben schon, ihr kleinen Fledis. Wo habt ihr eure Explorer Notes versteckt? Einen, zwei, drei. Wollte ich gerade sagen, da war doch noch eine. War noch vier. Ja, und da hat er auch das Level ab. Und ich nehme mal an, dass er jetzt die 3000 gleich voll macht. Hier die Gruppe, die nehmen wir noch auseinander. Die einzelne Fledermaus da unten noch. Gucken wir mal, ob es hier nicht vielleicht doch noch irgendwo einen Explorer-Note gibt. Da hat sie mich bemerkt. Hör auf, nicht freuen. Nicht freuen. Könnt ihr mit Springen unterbrechen, aber er wollte jetzt auch gerade nicht springen. Und noch ein Level ab. Oh, ist ja schön hier mit Tunnel und so. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Na, da unten in der Ruine, da wird es bestimmt eins geben. Bis jetzt noch gar keine Atropleura. Das ist nett. Hätte ich mich ja gar nicht ausziehen brauchen. Aber hätte ich die Klamotten anbehalten, dann wäre wahrscheinlich sofort eine da gewesen, die mich dann auch direkt getroffen hätte, vermutlich. So ein bisschen aufpassen. Ich habe zwar Wasser dabei, das brauche ich ja hier drin, aber ich habe jetzt gar kein Essen mehr. Weil über das ganze Gezücht ist das ganze Essen schlecht geworden. Komm schon, Explorer Note, wo bist du? Es muss doch hier irgendwo sein. Es wäre doch alles andere, wäre doch doof. Da hinten, ich sehe eins. Haha, guck mal, die passen hier nicht durch. Dann gehe ich mal hier rein, dann kann ich wenigstens seitlich nicht weggeschubst werden. Da drüben, seht ihr? Da hinten ist eins. Na komm. Kaputt. Komm, komm. Sehr gut. Das hole ich mir jetzt gleich. Wir haben drei Level nochmal dazu bekommen. Ich gebe dem auch nochmal irgendwie... Ja, was auf Ausdauer. Hier sind gleich zwei. Hinter mir ist eins und da drüben ist eins. Das ist ja mega cool. Dann hole ich mir erstmal das hier.
Glöck, Manta-Dossier. Was der hier drin verloren hat, weiß ich aber auch beim besten Willen nicht. Manta. Ich finde, das sollte ja irgendwie immer passend zum Thema sein, sage ich jetzt mal. Und da drüben irgendwo ist das Artefakt. Wir sehen das ja da schon wabern. Na komm, noch eins. Danke. Warte, ich komme rüber zu dir. So. Cool. Na dann, wenn wir hier nur noch einmal raus wieder. Weil, wie gesagt, ich hole jetzt nicht das Artefakt. Dafür brauche ich auch irgendwie einen Grappling Hook. Ich weiß, der kann halt gut springen, aber... er springt halt auch einfach sehr, sehr weit. Und ich glaube, in dem Fall würde er vermutlich zu weit springen. Ist mir nämlich schon mal mit dem Baryonyx in der Pure Arc Staffel passiert. Da bin ich dann auch zu weit gesprungen. Und da ist er über die Insel, auf der sich das Artefakt befindet, hinweggesprungen und direkt in die Lava. So, wie viele Level haben wir denn jetzt noch? Boah, 6 Level haben wir nochmal dazu gekriegt. Cool. Ja, ich will das hier gerne auf 1000. So. Dann setze ich mir aber mal hier meine Maske auf. Das bisschen Gilly, was ich habe, vielleicht kühlt es mich ja. Oh, tatsächlich, es tut es sogar. Das ist ja toll. Gut, na dann. Muss ich hier einfach nur noch wieder raus. Hep. So, das war die schwierigste Passage. Sonst müssen wir ja nicht springen. Ich muss nur noch den Weg wiederfinden. Und mal hoffen, dass jetzt hier nicht so viel schon wieder nachgespawnt ist, aber ich glaube nicht. Der ist voll langsam, weil er so schwer ist, weil ich so viel Zeug intus habe. Naja, gut. Okay, jetzt sind wir ja schon wieder ja, auf der sicheren Seite der Höhle. Hier hole ich ja immer mein Kristall. Na, hier aus diesen Dingern. Bei einigen muss man ein bisschen hochspringen, aber es geht. Und wie gesagt, also schon allein bei all dem, was ich ab hier, so hier diese Dinger, was ich hier so abschlagen kann, da kriege ich in der Regel so um die 100 Stück raus. Ja, wenn ich all die Dinger hier jetzt abschlagen würde. Ja, gesehen mit einem schon 11. Das ist schon ziemlich cool. Okay, er könnte also auch noch ein bisschen mehr auf Gewicht brauchen, weil wenn er natürlich nach einer Höhle schon so überfüllt ist. Nur mal kurz was rausschneiden. Ey, gut, der ist aber auch. Boah, guckt euch das Chitin an, guckt euch das Fleisch an. Das hier muss weg. Was hast du hier sonst noch so? So, okay, na dann reite ich erstmal wieder nach Hause, nachdem ich mich hier angezogen habe. Die Metallsachen, die habe ich auch bei der Suche nach den Säbelzahnkatzen gefunden. Wir sehen uns gleich wieder. So, wieder zu Hause. Da würde ich doch sagen, dass wir nochmal gucken, was wir hier für schöne Explorer Notes gefunden haben. Wir haben beim letzten Mal die Mei Yin 1 vorgelesen. Und wie wir sehen, haben wir auch die 2, die 3, die 4, die 5. Ziemlich gut. Man findet die, habe ich den Eindruck, überwiegend im Schneebiom. So, beim ersten Teil hatten wir ja, dass sie auf dieser Insel angekommen ist und dass irgendein Tribe irgendwelche Turbane, Yellow Turbans, genau, dass die besiegt worden sind und dass sie jetzt vor denen schon mal keine Angst mehr hat und ja, aber immer noch irgendwie Angst verspürt, wenn sie Echsen in ihre toten Augen guckt oder irgendwie sowas. Im zweiten Teil, zweiter Eintrag, ich bin jetzt bewaffnet und bekleidet, wenn auch nur grob. Denke ich an meinen einfachen Speer, sehe ich mich nach dem Waffenschmied meines Dorfes, aber immerhin habe ich eine Waffe. Ich jage damit die langsamen, fetten Vögel, die an den Küsten herumwandern, also Dodos. Ich weiß nicht, wie diese Kreaturen hier überleben, bin aber dankbar für das Fleisch, das sie mir geben. Angeblich sollen Dodos ja ziemlich schlecht geschmeckt haben, also in der Realität. Ich spare meine Pfeile für viele, viel gefährlichere Kreaturen, wie die Echsen mit ihren Ohren wie Fächern. Echsen mit Ohren wie Fächern? Deren Spucke, ach ja, okay, ich weiß schon, die los. Deren Spucke alles verbrennt, was sie berührt. Aber wilde Tiere sind nicht die einzige Bedrohung. Ich fand gestern Fußspuren im Sand, die nicht meine eigenen waren. Ich bin nicht allein. Okay, das heißt also, diese Yellow Turbans aus dem ersten Teil, die scheinen vielleicht noch aus ihrer eigentlichen realen Welt gekommen zu sein, also da, wo sie herkamen ursprünglich. Ja, aber ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge auch wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für meinen Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.